Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam eine Statement-Kette im Oversized-Style. Schnapp dir dein Hellbraun oder wenn du so wie ich kein Braun zu Hause hast, Grün und Rot. Mixe es, dies ist noch ein bisschen zu dunkel, darum ein wenig Weiß dazu und Gelb dazu und schon wird die Sache richtig nice. Nice ist auch so ein Modewort, das ich irgendwie übernommen habe. Sorry dafür. Sorry. Ah, okay, ich halte mich zurück. Genau. Ich mixe hier noch etwas Weiß darunter. Das Weiß dient einfach zur Aufhellung. Es bleibt aber dieser Rotstich. Und ich möchte aber diesen Rotstich weghaben. Das heißt, ich brauche etwas Gelb, damit ich in diese goldige Farbe ein bisschen reinkomme. Ich mache das irgendwie wie beim Backen eines Teiges. Taste mich voran und gebe Stück für Stück immer weiße Teile dazu. Das heißt, ich mixe nicht auf Schlag sehr viel Weiß, sondern gebe immer kleine Stückchen hinzu. Das gleiche mache ich jetzt auch mit Gelb und schaue, ob diese Menge ausreichend ist. Und genau, aber ich mixe immer alles ordentlich durch und dann schaue ich mir an, was benötige ich noch. In diesem Fall hat das Gelb jetzt ausgereicht. Wir haben ein schönes Hellbraun erreicht. Und es hat so ein bisschen einen goldigen Stich bekommen durch das Gelb. Und nun starte ich auch schon, indem ich mir mit einem Kugelschreiber auf einem Post-it die Buchstaben aufmale, damit ich die Größe beibehalte. Das Braun forme ich jetzt etwas eckig, damit ich mir einfach ein paar Stückchen runterschneiden kann. Das ist jetzt aber ein Zwischenschritt, den musst du nicht machen, den mache ich. Ich schneide mir jetzt quasi für jeden Buchstaben ein Stückchen ab. Du wirst aber sehen, dass die Menge natürlich unterschiedlich ist. Nicht alle Buchstaben benötigen die gleiche Menge, beziehungsweise habe ich sowieso viel zu viel vorbereitet, aber lieber zu viel als zu wenig. Und Braun hatte ich ja nicht zu Hause, also habe ich jetzt wieder etwas auf Vorrat. Und aus diesen kleinen Teilchen mache ich mir jetzt so dicke Würste. Da schaue ich, dass sie alle halbwegs in der gleichen Größe sind. Genau. Und dann beginne ich mit dem ersten Cookie und forme den Buchstaben einfach nach. Kleine Randinfo, falls jemand weiß, welchen Stift man verwenden könnte unter Fimo, bitte Bescheid geben. Kugelschreiber und Bleistift färben tatsächlich ab. Ich hatte also dann die Buchstaben auch auf der Rückseite stehen. Mit Kugelschreiber. Ja, okay. Konnte man wegschleifen, aber trotzdem irgendwie nervig. Mit der Rückseite eines Cutters habe ich dann die Löcher quasi noch einmal ein bisschen nachjustiert, damit sie schön rund sind. Und weiter geht's mit dem E. Gleiches Prinzip. Ich habe mit dem Cutter immer etwas versucht, es gerade zu machen, aber es soll natürlich nicht perfekt aussehen. Es ist ja ein Cookie, ein Buchstaben-Cookie. Also, ja, wie perfekt muss der aussehen? Gar nicht. Okay. Also so Kleinteile wie beim E oder beim Y, die habe ich dann einfach mit Fimo Liquid noch etwas festgemacht. Rein nur, damit da jetzt nichts runterfällt. Aber ich glaube, es wäre auch ohne ganz gut gegangen, denn nachher kommt ja noch die Goldschicht. So, und falls euch meine Videos gefallen, und das war jetzt sehr nasal gesprochen, ich weiß nicht wieso. Ich habe keine Schnupfen, ich habe auch kein Corona. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals seid, würde ich euch gerne jede Woche belästigen. Und keine Panik, es ist alles kostenlos und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Das M war etwas tricky, weil ich mir unbedingt eingebildet habe, es muss alles rund sein und darf nicht abgeschnitten aussehen. Jetzt habe ich da wieder gefummelt und gewerkt und gequetscht und gequietscht und gemacht und es war schon wieder etwas zu viel. Am Ende dachte ich mir einfach, da kommt eine Goldschicht drüber, sieht kein Mensch mehr. Gut, so sieht es auch aus. Wie bist du eigentlich auf meinen Kanal gestoßen? Würdest du mir das mal in die Kommentare schreiben? Würde mich sehr, sehr interessieren. Danke! Das Herz habe ich quasi in der Mitte oben begonnen und habe mich nach links
wieder in die Mitte gearbeitet und am Ende habe ich auf der linken Seite einfach, wie soll ich sagen, im 45 Grad Winkel abgeschnitten. Stimmt das? Ja, ich glaube, du weißt schon, was ich meine. So quer nach unten. Hier sieht man es. Okay, genau so. Das hier ist Fimo Liquid, ich glaube in der größten Tube, die man so finden kann. Da kommt aber auch am allerwenigsten raus, aber egal. Und das Ganze jetzt einfach mit einem Goldpulver deiner Wahl, ganz egal, Hauptsache schön und Gold, bisschen vermengen und dann funktioniert mit ihnen Goldpulver, keine Sorge. Und dann einfach auf deinen Buchstaben verteilen. Das Gold soll jetzt die Glasur darstellen, werdet ihr euch schon gedacht haben, aber ich sag's lieber nochmal dazu. Und weil ich gut im Übertreiben bin und ja, es so nicht lassen konnte, musste ich natürlich am Ende noch Streuseln draufstreuen. Aber eigentlich, ja, sehen sie ja so auch ganz cool aus. Irgendwie wie diese 3D-Luftballons. Kennt ihr die? Diese Metallic 3D Big Luftballons? Ja, genau, hier sehen sie, die ersten Streusel. Falls ihr sehen wollt, wie diese Streusel gemacht wurden, könnt ihr euch gerne mein Streusel-Video ansehen. Ich verlinke es euch hier. Und jetzt alles in den Ofen damit, bei 130 Grad, wegen Fimo Liquid. So sehen die Teile jetzt fertig aus. Ich habe sie euch schon mit Perlen aufgelegt, damit ihr euch das jetzt besser vorstellen könnt, sonst denkt ihr, ich bin komplett verrückt. Und ich schleife nun die Rückseite, nicht zuletzt, weil ich die Kugelschreiberreste entfernen wollte. Super peinlich. Ja, okay, man lernt nie aus im Leben. Und jetzt schneide ich noch so die Ränder weg, wo das Gold zum Beispiel ein bisschen runtergeflossen ist. Das wollte ich natürlich nicht mehr oben haben. Sieht nicht so cool aus. Darum weg damit. Und ja. Nach dem Schleifen und nach dem Schneiden kam dann auch schon das erste Eyepin. Ich habe goldene Eyepins verwendet und naja, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe sie nicht einfach so reingedreht. Ich habe einen Handbohrer zur Hand genommen. Dort vorher ein Loch gebohrt an den beiden Seiten. Und dann erst das Eyepin mit Sekundenkleber festgemacht. Ja, ja, ja. Ich habe mir da ein bisschen Arbeit erspart. Und upsie, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich natürlich die Buchstaben und die Perlen auch mit Sekundenkleber zusammengeklebt habe. Ja, die schweben hier nicht einfach so zusammen oder sind magnetisch geworden, sondern nein, 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 die habe ich geklebt. Ganz klar. Hier klebe ich sogar nochmal nach. Genau. Ja. Tada! Das ist das fertige Ergebnis. Bin super zufrieden. Fehlt nur noch die Kette. Und zwei Biegeringe. Und ein bisschen Geduld. Genau. Ich habe das Ganze ohne Karabinerverschluss gemacht. Denn man kann sich die Kette ja so umhängen. Ist ja auch mehr eine Spaßkette, würde ich hier an Fasching tragen. Trotzdem pretty cool. Be my Valentine. You know? Und es ist fertig, komplett fertig. Man kann es umhängen. Es sieht ultra nice aus. Hier wäre das Wort nice wieder sehr angebracht. Oh yeah, be my umgedrehtes Herz, Valentine. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.